Hallo und herzlich willkommen bei den Kinderspielstars. Ja, genau, ihr seht die Kinderspielstars. Ich heiße Marc und neben mir sitzt meine etwas erkältete Tochter Jemmy. Und wir spielen heute ein Pferdespiel, das haben sich einige von euch gewünscht. Und ein besonderes Pferdespiel, zwar ja. Everrun von Budge Studio. Vielleicht kennt das der eine oder andere schon. Das ist ein sehr fantasievolles Spiel. Und wir starten mal mit der Vorgeschichte. Das schauen wir uns jetzt im Intro gemeinsam an. Viel Spaß! Der Immergrünwald ist ein verzauberter Ort voller Wunder, der direkt hinter dem Horizont liegt. In seinem tiefsten Innern befindet sich der Immergrünbaum, die Quelle der Magie der gesamten Welt. Hier leben die Wächter des Immergrüns, tapfere und edle Pferde, die den Baum und die Macht, die darin verborgen ist, beschützen. Als eines Tages ein dunkler und fürchterlicher Sturm durch den Wald wehte, wurden alle Blütenblätter des Baumes in ferne Länder verstreut. Jetzt müssen die Wächter in einem Wettlauf gegen die Zeit ihre Waldheimat retten und die Magie der Welt wiederherstellen, ehe es zu spät ist. Hui, das sah ja schon ganz vielversprechend ja, aus. Ja, und sehr schön. Und wir starten das Spiel ganz frisch und neu. Und deswegen kriegen wir jetzt hier erstmal ein kleines Tutorial. Ja, zum Testen erstmal, ob man das kann. Dies sind die Blüten des Immergrüns. Sammle so viele davon ein, wie du nur kannst. Und bring sie zum Baum. Sammle magische Funken und benutze sie, um Gegenstände für deinen Stall zu erwerben. Genau, und das ist, glaube ich, neu. Ja, ist neu gemacht. Man kann seit einiger Zeit, oder seit letzter Woche, glaube ich, diese magischen Funken einsammeln und viel mehr freispielen, als vorher möglich war. Vorher war das eine reine Kaufangelegenheit. Also, nochmal zum Mitschreiben. Die App ist kostenlos, hat aber In-App-Käufe. Aber neu ist, dass man eben viele Sachen auch kostenlos freispielen kann durchs Einsammeln von diesen Feuerfunken. Ja, auch die Pferde. Und deswegen und so. Starten wir hier auch nochmal ganz neu mit dem Spiel. So. Die Grafik ist wunderschön, wie ich finde. Ja, sehr schön. Ob das Spiel mich fesseln kann, schauen wir mal. Ich habe es noch nicht so oft gespielt. Die Blüten kehren zum Immergrünbaum zurück. Und Lillys Blume blüht. Jedoch ist dies bloß der Beginn. Wähle deine Wächter. Darf ich mir jetzt ein Pferd aussuchen oder muss ja, ich was nehmen? Ja, du hast am Anfang, glaube ich, drei oder... Drei zur Auswahl? Ja, oder vier. Ja. Ich schaue einmal durch. Das sind schon vier zur Auswahl. Wow. Darf ich die alle nehmen? Außer die. Tatsächlich. Also, ich habe hier vier wunderbare Pferde. Und weil ich ein Junge bin, nehme ich natürlich... Den Eichenherz. Eichenherz. Hast du was? Ja. Bist du auch dafür? Hast du was dagegen? Wenn ich den nehme? Nee. Ja, ich meine, die anderen sind auch gut, aber wenn ich hier schon spiele, dann nehmen wir den. Ja, ich finde den auch eigentlich schön. Und, genau. Jeder Wächter verfügt über einen. Das ist auch neu, ne? Ja, das ist sehr neu gemacht. Hier kann man jetzt seine Tiere auch pflegen, das finde ich auch ganz gut. Wächter, um einzigartige magische Spuren zu eine magische Spur wird jetzt deinem Wächter bei seinem nächsten Treiben folgen. Ja, die redet zu viel, da muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht zwischenquatsche. Ich möchte das nämlich selber noch hören. Und erfahren. Also wie gesagt, das gab es vorher nicht. Ich fütter den jetzt auch mal. Das kostet aber 10 Funken. So. Und weil das alles dazugekommen ist, finde ich jetzt gerade das Spiel viel interessanter als früher. Und deswegen zeigen wir euch das jetzt und haben euch das nicht schon früher gezeigt. Vorher fand ich es ein bisschen öde. Und ein bisschen langweilig. Die haben ja auch in dem... Wir reiten jetzt auch los, genug gequatscht und gefüttert. Ja, ihr werdet auch hier neue, falls ihr das Spiel kennt, neue Grafiken sehen. Man durchläuft ja hier verschiedene Landschaften. Jetzt sind wir noch in so einem düsteren Wald. Das wird auch gleich noch freundlicher. Wow, da fange ich ja gut an. Da seht ihr mal, wie schlecht ich bin. Ich habe das noch so selten gespielt. So, aber oben nehme ich mal die Funken mit. Die sind ja wertvoll. Damit wir dann auch mal später mal ein neues Pferd uns freischalten können. Oder andere Sachen kaufen können. Ich glaube, das erste Pferd kostet 1000 Funken. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Und die Blätter, wofür muss ich die aufsammeln? Damit wir einfach eine Blüte bekommen. Wofür brauche ich eine Blüte? Nur für den Baum, denn... Damit der immer weiter aufblüht, ne? Wie die in der Geschichte gesagt haben. Okay.
Jetzt geht's hier eine Rutschpartie den Hang runter. Das sieht ja das cool aus. Das war auch nicht früher. Das gab's nicht, ne? Nee. Hier von der Seite, das gab's auch nicht, ne? Das sieht auch cool aus. Wow, das sieht sehr schön aus. Ja, die haben einiges gemacht. Das ist wirklich erstaunlich. Normalerweise, wenn die Spiele erstmal auf dem Markt sind, nach einem Jahr passiert da meistens nicht mehr allzu viel. Ja. Aber die haben hier nochmal richtig ordentlich nachgelegt. Und ja, konnte sie gar nicht jetzt viel begeistern, das mal vorzustellen. Wow. Wow, Schnee. Das wird auch nicht so schnell langweilig, habe ich den Eindruck, wenn das so schnell immer die Grafik wechselt, ne? Sehr wunderschön. Was haben wir als letztes gespielt? Lego Friends. Ja, ich glaube schon. Heartlake Rush. Das mit dem Auto, da fährt man immer durch die gleiche Stadt, dann wird schnell langweilig, ne? Ja, aber hier ist sehr schön. Falls ihr das noch nicht kennt, Lego Friends, schaut mal bei uns in den Videos rum. Da findet ihr das Video, wovon wir gerade reden. Blüten kehren zum immergrünen Baum zurück und Eichenherzblume blüht. Oho. Jedoch ist dies bloß der Beginn der Reise. So, möchtest du jetzt einmal? Aber ein neues Pferd kannst du jetzt nicht nehmen, oder doch? Violetta. Doch. Du kannst alle nehmen? Ja, dann such dir doch mal eins aus, dann läufst du die nächste Runde. Okay. Dann quatsch ich derweil ein bisschen. Ist oft sehr schüchtern und zurückhaltend. Aber ihre ausgewogene Natur bringt die Wächter immer wieder zusammen. Ich nehme die hier. Carmesina? Ein sehr schöner Name. Wie hört sich der Name an? Carmesina. Hm. Wie Valensina. Ja. Wie ein Fruchtsaft. Die hat ja eine eigenartige Frisur. Ja, gefällt eine sehr euch das? Schöne. Kann man da noch was dran verändern? So? Hm, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann den aber Sachen zum Anziehen kaufen, ne? Ja, so Ausrüstung. Rüstungszeug. Da sie vollkommen gesättigt und zufrieden sind, vollkommen gesättigt. Diese Wächter bei dem nächsten Rennen einen Tempoboost hinlegen. Einen Tempoboost. Wow. Du willst mich wo abhängen hier. Dann mal schauen. Tempo plus. Keiner weiß genau, wo Carmesina herkommt. Ihre Herkunft ist in einen geheimnisvollen Schleier gehüllt. Ah. Ja, da kann man wirklich nur Lob aussprechen hier. Wow. Jedes Pferd hat noch so seine eigene Geschichte und alles mit deutscher Sprachausgabe wird hier erzählt. Also auch für Kinder eigentlich interessant, die noch nicht selber lesen können oder so. Ja, dann. Und überhaupt macht das eine viel schönere Atmosphäre, wenn einer zu einem spricht. Und schöne Landschaften. Ja. Und diese Rutsche finde ich wirklich toll. Das Spiel hat schon was. Es hat sich richtig gewandelt. Das motiviert natürlich jetzt auch das ganze Freispielen. Na, und du, ja. Wenn es nach dir geht, würdest du damit noch viel häufiger spielen. Nicht ja, wahr? Auf jeden Fall. Wir spielen das jetzt auf meinem Handy, auf dem iPhone. Und du hast schon viel mehr freigespielt auf dem iPad, ne? Ja, habe ich. Ein paar Pferde. Das gibt's aber auch, glaube ich, für Android. Moment, ich schaue mal gerade. Ich glaube, wow. Ja. Das sieht aber wirklich toll genau, aus. Genau, das gibt's auch für Android. Ja, du müsst aber am besten die WLAN-Verbindung ausschalten, die Internetverbindung. Ja, sonst kommt ich glaube, da kommt Werbung sonst zwischen den Einzelnen. Es ist leider Werbung drin. Ich weiß auch gar nicht, ob man die ausschalten kann. Müsste man mal bei den In-App-Käufen gucken. Ja, geschafft. Normalerweise sind wir keine großen Freunde von Spielen, wo Werbung drin ist, aber ja. Man muss auch Ausnahmen kennen, finde ich, wenn es sich nun mal lohnt. Die Blüten kehren zum immergrünen Baum zurück und Carmesinas Blume blüht. Ja, das war ja mindestens genauso gut wie ich. Ja. Da bin ich noch mal dran. Ich möchte nämlich auch noch mal was anderes hier reiten oder steuern. So, ich gucke aber nochmal. 1.000 würde das nächste Pferd kosten. Dann 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Wir gucken mal. Hier sind nämlich noch Minze. Ja, der ist doch toll. Den möchte ich haben. 10.000. Da müssen wir viel für sammeln. Denn bezahlen werden wir dafür nicht. So. Wie hieß die? Habe ich jetzt nicht gehört. Lilly? Lilly. So, Lilly, komm mal her. Reiten wir hier mal geschwind. Die hat ja Blätter in den Haaren. Die hat Blätter in den Haaren. Muss ich die etwa kämmen? Ja, einfach mit der Bürste. Aber hier gibt es unterschiedliche Bürsten. Ich nehme die. Eine besondere magische Spur wird jetzt deinem Wächter folgen. Wow, dafür habe ich sogar noch hier Funken bekommen. Und dann gebe ich dir aber auch was zum Futtern. Du hast ja auch hier dein Pferd
ich wollte schon sagen, getuned. Gedopt ist das richtige Wort. Da mit gesunden Möhren. Gesättigt und zufrieden sind, haha. Diese Wächter ja. Bei ihrem nächsten Rennen einen Tempo-Boost hingeben. Ich habe jetzt auch einen Tempo-Boost. So. So, wir haben 466 Funken. Mal sehen, wie viel ich aufsammle. Denn darum würde es mir jetzt am meisten gehen, dass ich schnell noch was freispielen ja. könnte. Das wird natürlich in der Runde hier nicht möglich sein. Okay, sowas gibt dann immer 5. Hier oben sind nochmal 5 ungefähr, ne? Ja. So. Oh, hier sind ganz viele. Warum sagt mir das keiner? Ich renne dran vorbei. Was ist das nochmal hier? Irgendetwas. Das ist ein Magnet. Ach, aber der Magnet, der zieht leider nur die Blüten ein. Das ist schade. Man hat hier jetzt immer die Wahl zwischen Blüte oder diese Funken. Was ist denn wichtiger? Eigentlich. Das kann jeder selber beurteilen, ne? Beides. Man kann sich nicht aufteilen. Ich würde jetzt eher die Funken sammeln. Ja, weil die wo man eben Lust sind. Hat. Ich gehe jetzt hier runter. Hier sind welche. Haha, nochmal 5. Aber oben wären auch welche gewesen. So, okay. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich überlege nur gerade, wie viele Rennen muss man so laufen, um so 10.000 zusammenzubekommen. Da muss man schon eine Menge rennen, ne? Ja, wirklich sehr viel. Also, die 10.000 ist ein bisschen hochgegriffen. Ja, wenn man Die Minze oder wie der... War das ein Hirsch? Ja. Sah so ein bisschen wie ein Hirsch aus. Wie so ein Weh. Vielleicht so ein Mischwesen. Ja, da muss man lange drauf sparen. Die anderen Pferde kann man schneller freispielen. Okay, aber es sieht einfach schön aus. Ja, die Musik die Landschaft. Ist auch nicht schlecht. Um nicht zu sagen, richtig toll. So, schaut mal, der Mond geht hier auf. Die Rutschpartie ist auch, sehr auch toll. Immer ganz lustig. Oh. Kommt auch so ein kleiner Geschwindigkeitsrausch auf durch diese vorbeifliegenden Striche. Wow. Oh, und dann habe ich den Zaun nicht gesehen. Ja, das ist der Trick von dem Spiel, glaube ich. Die Umgebung lenkt dich ein bisschen ab. Du willst die Umgebung genießen und passt dann nicht genau auf die Hindernisse auf. Aber das Spiel ist ja sehr freundlich. Das gefällt mir aus Erwachsenensicht auch. Weil normalerweise, ihr habt das auch wieder bei Lego Friends, dem Autorennspiel gesehen, bei einem Fehler ist Schicht im Schacht und das Spiel ist Game Over. Und hier hat man eben 3 Herzen. Ich glaube, das ist 3-mal anrempeln darf man, ne? Ich rempel jetzt mal absichtlich an. Ja, genau. Verliert man genau 1 Herz. Und das ist ja auch sehr kinderfreundlich. Ja, 3-mal darf man das nur machen. So. Ja, bei den anderen Spielen ist ja sofort Feierabend. Hier 3-mal. Und es gibt ja auch ein Ziel, in dem man ankommt. Das ist jetzt nicht dieser klassische Endless Runner, wo man läuft bis zum geht nicht mehr. Man hat ja immer ein Ziel vor Augen und ja, dann kann man sich wieder um das Pferd kümmern. Also gut, sehr harmonisch. Und sehr froh und so. So. Wow, die Rutsche 2-mal hintereinander. Cool. Aber ich sammle nicht genug ein. Ich muss mich mehr konzentrieren hier. Wow, was wäre passiert, wenn ich links oder rechts gelaufen wäre? Da wäre ich in der Grube. Meinst du, dann hätte ich nur ein Herz verloren oder wäre dann mal richtig Game Over gewesen? Ja, das sah so endgültig aus, da kommt man noch nicht mehr raus. Ja. Ne? Was habe ich jetzt bekommen? Da kriegst du gleich Münzen, wenn du dann ein Hügel, irgendwas stand da. Hügel. Rutscher. Oh, hier die Schneelandschaft passt doch zum Dezember, den wir momentan haben. Ja, Winter. Schön. Oh, die Kristalle sehen auch sehr schön aus. Ja, ist mal was anderes. So ein fantasievolles Pferdespiel. Und das sind, glaube ich, Pferdewächter. Erkennt man irgendwo, wann man am Ziel ankommt? Ja, ist ich glaube, oben an den Blüten, wenn man eine schon hat. Wenn man alle hat? Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Da habe ich noch ein Herz dazu bekommen. Das auch noch. Ja, man kann das noch ist die toll. Herzen wieder auffüllen unterwegs. Wenn man auch nämlich keinen mehr hat. Ah, hier. Ich möchte gerne mal reinfallen. Nur um zu gucken, was passiert. Da darf man gerne reinfallen. Meinst du? Ja, habe ich mal ausprobiert. Das jetzt mal. Aber nicht da. Ich wollte es mal wissen. Oh. Trotzdem verliert man nur 1 Herz. In Ordnung. Habe ich ja gar nicht gewusst. Wäre ich aber auch einverstanden gewesen, wenn dann Game Over wäre. Aber nein, man darf weiterspielen. Oh, das war gemein. Das hatte ich auch schon mal. Ja, aber na gut. 1 Herz habe ich noch. Ein bisschen aufpassen muss man. Oh, das ist auch sehr... Hier die Tempelruinen. Oh, ja genau, nein. Wie gemein. Oh, das war aber gemein. Und jetzt nein. Darf ich 75 bezahlen, damit ich weiterrenne? Nö, nö. Du kannst dir jetzt neue oh, was haben wir denn hier? Ja. Hügelrutscher, abgeschlossen. Okay. Und jetzt kann ich hier in das... was ist das, ein Shop oder was? Ja, ich glaube nee, schon. Nee, sind wir wieder hier.
Hatte die nicht gerade gesagt, ich kann mir irgendwas aussuchen? Ja, du musst, glaube ich, am Haus drücken und dann kannst du das aussuchen. Nicht hier? Hier kannst doch du hier. Funken benutzen, um neue Rüstung. Ach, Rüstung. Ah, Rüstung. Da weiß ich noch gar nicht, was das bringt. Verbesserung, die eine wird schneller oder so. Ja, ja, die mit den Beinen, ne? Ja, aber wir sparen ja auf dem Pferd. Ja. Nee, die gebe ich jetzt nicht aus. Nee, mach mir die Bank. Hier kannst du deine Funken benutzen, hier noch? Um neue Dekorationen für deinen Stall zu bekommen. Ja, auch schön. Auch. Ja, so ein bisschen was kaufen möchte ich mal. So, komm, jetzt kaufe ich das auch mal. So, was ist das, so ist der Heldenbanner, der kostet 60. No. Bewege Dekoration. Aha. Ah, man kann den kleinen und groß machen. Oh, groß, damit es schon richtig voll aussieht bei uns. Ja, schön. No, oh, ich nehme noch was. Ich lasse mich nicht lumpen hier. So, wow. Machen wir den hier rüber, den darüber stellen. So. Na, wie sieht das aus? Das sieht doch schon doch viel toll besser aus. Ja, wir müssen ja auch unseren Zuschauern hier was zeigen, ne? Nur ja. Sparen. Da läufst du eben gleich noch eine Runde extra und dann haben wir das Geld wieder rein. Die ja, Funken, dann haben wir es wieder. Gesagt. Gut, dann kaufe ich. Aber wollen wir dem? Ich möchte dem anderen Pferd eine Rüstung kaufen. So viel Zeit muss noch sein. Ja, den anderen Pferd. Wie hieß der andere nochmal? Ah, ich habe Eichenherz. So, komm mal her. Du bist ja auch eben ganz gut gerannt. Das soll ein starkes Pferd sein. Dann holen wir dir mal eine Rüstung. Ach, der hat ganz andere Rüstungen. Ja, jedes Pferd andere. Das ist ja auch wieder interessant. Ja. Ja. So langsam begeistert mich das Spiel sogar als Erwachsener. Schau mal, da passt die Rüstung auf einmal zu. 350. Und? Ich nehme mal hier die Wächterrüstung. Dann habe ich den Vorteil, Power-Ups dauern länger. 350 ist natürlich viel. Boah, der sieht aber stark aber aus. Ja, ja. Dazu gibt es dann noch Helm. Schön. Wächters werden hier angezeigt. Ja, gefällt mir sehr gut. Aber mit Blick auf die Uhr müssen wir sagen, an dieser Stelle muss Schluss sein. Wir haben fast 20 Minuten gespielt. Ja, 18 Minuten. Vielen Dank fürs euch hier noch zwei Videos ein. Die könnt ihr euch gerne jetzt anschauen, wenn ihr wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, genau. Macht es gut. Eure Kinderspiele-Stars. Tschüss.